Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in Schwerin, der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin wurde um das Jahr 1000 erstmalig urkundlich erwähnt und ist ein bedeutendes Zentrum für Industrie und Kultur. Wahrzeichen von Schwerin ist das auf einer Insel gelegene Schloss. Es war viele Jahrhunderte Residenz der Herzöge und ist heute Sitz des Mecklenburgischen Landtages. Der Markt von Schwerin geht bis auf die Stadtgründung zurück. Er ist umstanden von imposanten Bürgerhäusern, von denen vier unter Denkmalschutz stehen. Der Schweriner Dom gehört zu den Hauptwerken der Backsteingotik. Er ist die einzige echte Kathedrale im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Damit endet unser Rundgang durch Schwerin, der imposanten Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Ihnen der Clip gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier viele weitere Clips über historische Orte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.